Hallo Leute, wer von euch hat denn schon mal was mit Affirmationen gemacht? Und bei wem hat es vielleicht noch nicht so funktioniert, wie er sich das gerne erhofft hatte oder wie er sich das erhofft hatte? Schreib's mal in die Kommentare, wie das bei dir ist, war oder in Zukunft hoffentlich sein wird. Und in der Zwischenzeit gebe ich dir in diesem Video mal meine besten Tipps, wie du Affirmationen so einsetzen kannst, dass sie wirklich etwas bringen. Denn ganz viele Leute setzen Affirmationen komplett falsch ein und sind dann extrem verwundert, warum nicht das gewünschte Ergebnis kommt. Also in diesem Video möchte ich dir heute verraten, wie du sie richtig einsetzt. Und wenn du einen Weg willst, um insgesamt glücklicher, entspannter, leichter, mehr bei dir selbst zu sein und dein eigenes Ding zu machen, volle Motivation, dann klickst du mal hier oben in der Ecke oder unten in der Infobox, um zu meinem kostenlosen 14-Tages-Crash-Kurs zu kommen. So, bevor ich dir gleich erzähle, wie du Affirmationen richtig einsetzt, lass uns doch erstmal gucken, wie man Affirmationen falsch einsetzen kann. Man kann Affirmationen dann falsch einsetzen, wenn man zum Beispiel einfach nur Dinge dahin brabbelt. Also sagen wir einfach mal, du möchtest selbstbewusster werden. Ja? Dann gibt es ganz viele Leute, die dann zum Beispiel sowas sagen wie, ich bin selbstbewusst. Ja? Einfach mal so ganz einfach. Natürlich kann man das noch viel, viel weiter ausbauen. Aber was dadurch passiert, ist, dass das eigentlich schon zu der ersten Indifferenz zwischen dir und dem, was du und deiner Affirmation führt. Weil wenn du sagst, ich bin selbstbewusst, du weißt aber auf einer unbewussten Ebene, hey, eigentlich bin ich noch gar nicht wirklich selbstbewusst, dann glaubst du dir das selbst nicht. Ja, ist einfach so. Und wenn du Affirmationen dann so einsetzt, dann kannst du sie noch so oft einsetzen. Und alles, was höchstens passieren wird, ist, dass du dich innerlich sogar noch mehr dagegen sträubst. Dass du mit jedem Mal, wo du sie einsetzt, ein bisschen mehr sagst. Ja, nee, aber ich bin doch noch gar nicht selbstbewusst. Ja, auch wenn du sagst, ich bin selbstbewusst. Das ist mal der erste Fehler. Der zweite Fehler, den viele machen, ist einfach, dass sie Affirmationen mehr so abspulen, ja, also sowas wie, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst oder ich bin erfolgreich oder. Und die Sache ist immer die, wenn man die einfach nur abspult, dann berühren sie dich, also alles, was du abspulst, berührt dich nicht auf einer tieferen, emotionaleren Ebene. Aber genau das ist der Sinn von Affirmationen, dass sie deine Einstellung, deine Glaubenssätze auf einer tieferen, emotionaleren Ebene berühren sollen und verändern sollen. Und wenn du sie einfach nur abspulst, dann kann das einfach nicht funktionieren. Also das mal zwei grundlegende Fehler, die man da sehr, 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 sehr falsch machen kann, ja. Jetzt ist die Frage, wie kann man es denn einfach ein bisschen besser machen? Also das Erste, was du besser machen kannst, ist, mehr Emotionen reinzubringen. Also emotionaler zu sein und meinetwegen zu sagen, ich sage es jetzt erst nochmal falsch, weil ich dir nachher erst im nächsten Tipp sage, wie du es richtig machen kannst. Also zum Beispiel, ich fühle mich unglaublich selbstbewusst. Ja? Also dass du wirklich mit deinem kompletten Körper auch, dass du das zu einem Ganzkörpergefühl machst und dass du es idealerweise visualisierst. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wie du es richtig machen kannst. Also, dass du nicht einfach nur sagst, ich bin selbstbewusst, sondern dass du meinetwegen sagst, ich bin gerade auf dem Weg dabei, selbstbewusster zu werden. Denn das kannst du dir selbst glauben. Wenn du dir sagst, ich bin auf dem Weg, dann ist das absolut zu 100% korrekt. Und auf einer unbewussten Ebene kannst du dir definitiv zustimmen, weil du tust ja etwas dafür. Du machst ja diese Affirmationen und deswegen, ja, bist du definitiv auf dem besten Weg. Wenn du das noch verknüpfst mit den nötigen Emotionen und wenn du das noch verknüpfst mit einer Visualisierung, also wenn du dich selbst vorstellst, wie du irgendwann mal in Wochen, Monaten bist, wie du zum Beispiel ganz locker und entspannt im Umgang von Leuten bist, wo du dich gerade noch unwohl fühlst oder so, dann ist das sehr, sehr glaubwürdig, dann ist das erstmal ein sehr großer Anreiz für dich, weil du dieses Bild siehst, du hast dieses Bild vor Augen und das verknüpfst du noch mit diesem, ich bin gerade auf dem Weg, bam, 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 also du steckst auch noch Emotionen da rein, du stellst es
du sagst die Affirmationen so, dass sie richtig korrekt sind, dass sie für dich Sinn machen, und dann funktionieren Affirmationen sehr gut. Nicht innerhalb von ein paar Tagen, auch nicht innerhalb von Wochen, aber wenn du Affirmationen regelmäßig machst, dann haben die eine sehr, sehr gute Wirkung. Also ich rate dir, fang mal an mit Affirmationen, das ist etwas sehr, sehr Gutes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir für diesen Video einen Daumen nach oben da lässt. Wenn da irgendwas dabei war, was dir weitergeholfen hat, schreib mir auch mal in die Kommentare. Wie gesagt, wie setzt du Affirmationen ein? Setzt du sie schon ein? Was sind deine Probleme? Vielleicht wurde deine Frage noch nicht komplett geklärt in diesem Video. Kann ja auch sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch in meinem kostenlosen 14-Tages-Crash-Kurs vorbeischaust, unten in der Infobox klicken oder hier irgendwo ist, glaube ich, jetzt verlinkt. Und ich freue mich, dich da zu sehen. Wir sehen uns dann auch wieder in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, der Sebi, schönen Tag wünsche ich dir. Ciao.